Hallo, ich grüße euch. Jetzt geht es um eine Zusammenfassung von den Flächeninhalten und den Umfängen von den Vierecken. Und zwar gibt es ja das Quadrat, das Rechteck, das Parallelogramm, die Raute, der Drachen und das Trapez. Diese Flächeninhalte habe ich euch nochmal alle hier zusammengefasst. Ich habe aber auch zu jedem einzelnen Rechteck ein Video gemacht. Okay, dann starten wir. Das Quadrat hat ja alle Seiten sind gleich lang. Also können wir die Seiten alle a nennen. Und die Fläche ist dann Länge mal Breite, also a mal a oder eben a Quadrat. Der Umfang ist a plus a plus a plus a, also jede Länge einmal rundherum. Und dann haben wir entsprechend 4a als vereinfachte Schreibweise. Ein Beispiel dazu haben wir also ein Quadrat, dessen Seitenlänge 3 cm lang ist. Dann können wir einfach die Formel schreiben. Also für die Fläche a für Area ist gleich a Quadrat. Schreibt immer die Formel am Anfang mit hin, das übt und man schreibt die Formel häufiger. Dann setzt ihr in Ruhe ein, 3 cm mal 3 cm. Und dann rechnet ihr das Ergebnis in Ruhe aus. 3 mal 3 sind 9, Zentimeter mal Zentimeter sind Zentimeter hoch 2 oder eben auch Quadratzentimeter. Und dann wisst ihr auch, ihr habt auf jeden Fall eine Fläche ausgerechnet. Der Umfang, erst die Formel hinschreiben, 4 mal a, dann einsetzen, 4 mal 3 Zentimeter, dann ausrechnen, sind 12 Zentimeter. Okay. Soweit zum Quadrat. Das Rechteck. Das Rechteck hat zwei gegenüberliegende, gleich lange, parallele Seiten. Und dann haben wir also nur die Seiten A und B, die sich dann entsprechend gegenüberliegend wiederholen. Also ist die Fläche erstmal wieder Länge mal Breite, darf man rechnen. Das wäre dann A mal B. Der Umfang wäre also a plus a plus b plus b. Und das dürfen wir zusammenfassen zu 2 mal a plus 2 mal b. Auch dazu wollen wir wieder ein Beispiel rechnen. Ihr habt ein Rechteck, dessen eine Seite 4 cm lang ist und dessen zweite Seite 3 cm lang ist. Also ist die Fläche a mal b, 4 cm mal 3 cm, ist gleich 12 Quadratzentimeter. Der Umfang. Erst die Formel hinschreiben. U ist gleich 2 mal a plus 2 mal b. Dann entsprechend einsetzen und ausrechnen und ihr bekommt 14 Zentimeter. Okay, jetzt kommt das Parallelogramm. Das Parallelogramm hat jeweils auch wieder zwei gegenüberliegende, gleich lange, parallele Seiten. Das heißt, wir brauchen also nur eine Seite a und eine Seite b. Aber jetzt brauchen wir die Höhe HA. Der Trick war ja, dass man dieses Stück abschneidet und das entsprechend hier hinsetzt, sodass man das hier anstückeln kann. Und deswegen rechnen wir also für die Fläche A mal HA. Also Grundseite mal Höhe kann man sich merken. Also H mal HA. Dann ist es A plus B plus a plus b beim Umfang oder eben zusammengefasst 2 mal a plus 2 mal b. Auch dafür wollen wir ein Beispiel rechnen. Das heißt, ihr braucht die eine Seite, die gegeben sein muss, ihr braucht die andere Seite und ihr müsst noch die Höhe gegeben haben. Und dann kann man rechnen. Also Fläche a mal ha, Formel immer hinschreiben. 5 cm mal 3 cm sind 15 Quadratzentimeter. Der Umfang. Formel hinschreiben, einsetzen, ausrechnen. Gut, die Raute. Für die Raute seht ihr schon, wir haben eine Flächenberechnung möglich wie ein Parallelogramm. Und die zweite Flächenberechnung geht wie beim Drachen zum Beispiel. Das liegt natürlich daran, dass die Raute sowohl ein Drachen ist,
als auch ein Parallelogramm ist. Und deswegen habt ihr hier zwei Formeln für den Flächeninhalt zur Verfügung. Also die Raute hat die Besonderheit, alle Seiten sind gleich lang. Also ist es hier A, hier ist es A, hier ist es A und hier ist es A. Außerdem gibt es noch die Diagonalen. Die Diagonale, die lange, zum Beispiel F. Und hier die kurze, zum Beispiel E. So, und jetzt können wir schauen. Wir haben also die Formel A mal HA, wie beim Parallelogramm. Oder wir haben die Formel 1/2 mal E mal F über die Diagonalen. Die Idee dabei ist, dass wir dieses Rechteck hier betrachten. Und das bedeutet, dass wir eben nur die halbe E-Diagonale nehmen. Und das andere können wir entsprechend wieder da anstückeln oder da anstückeln. Gut, aber das habe ich auch in dem anderen Video noch größer und genauer. Dann haben wir als Umfangsformel 4 mal A. Und als Beispiel, wenn wir A 3 cm nehmen, HA, also die Höhe zu A, 2,5 cm, die eine Diagonale E 5 cm und die andere Diagonale F 3 cm. Malt euch immer eine Planfigur dazu auf. Ihr seht meine Planfigur jetzt ja sozusagen oben, aber dann habt ihr die Maße immer zusammen. Tragt euch die Buchstaben da ein und tragt euch auch die Längen in die Planfigur ein. Und dann können wir rechnen. Formel hinschreiben, einsetzen, ausrechnen und auf die Einheit am Ende achten. Eine Fläche ist immer Quadratzentimeter. Jetzt haben wir noch die andere Möglichkeit für die Fläche. Das heißt, wir können mit der Formel A ist gleich 1/2 mal E mal F nochmal arbeiten. Und dann sieht man, da sollte natürlich der gleiche Flächeninhalt rauskommen, wenn man dann eingesetzt hat und ausgerechnet hat. Dann können wir den Umfang ausrechnen, 4 mal A, also 12 cm. Okay, jetzt geht es wieder zum Drachen. Der Drache ist wie die Raute. Das heißt, wir haben als Fläche 1/2 mal E mal F und als Umfang A plus B plus C plus D. Dann können wir ein Beispiel rechnen. Die Seite A, so wie ich sie eingezeichnet habe, ist sie dann genauso lang wie D, also 5 cm. B ist genauso lang wie C, also 3 cm. Die eine Diagonale ist 4 cm und die andere Diagonale sind 6 cm. Jetzt können wir die Fläche ausrechnen, also Formel hinschreiben, einsetzen und ausrechnen. Und beim Umfang genauso. Formel hinschreiben, einsetzen, ausrechnen. Genau, ganz leicht eigentlich. Das Wichtigste ist halt, dass man diese Formeln parat haben muss. Und die müsst ihr euch wirklich auf einen Merkzettel schreiben, immer mit der Skizze dazu, dann ist es auch wieder ganz leicht. Okay, jetzt kommt das Trapez. Beim Trapez gibt es also, beim symmetrischen Trapez wären D und B gleich lang. Es gibt aber auch nicht symmetrische Trapeze, dann wären D und B unterschiedlich lang. Okay, wir kommen zur Formel der Fläche. Beim Trapez war es ja so, der Trick, wir hatten hier das eine Trapez und daneben hat man sich praktisch nochmal das andere Trapez gebaut, sodass man dann nämlich ganz leicht zu der Formel kommen kann. Schaut euch einfach das Video nochmal an. 1/2 mal A plus C in Klammern mal H. Wer das lieber schreibt mit Bruchstrich, kann auch schreiben A plus C halbe mal H. Der Umfang ist dann A plus B plus C plus D. Und ein Beispiel können wir auch entsprechend rechnen. Das heißt, ihr braucht alle vier Seiten und ihr braucht auf jeden Fall die Höhe. Sonst klappt es natürlich nicht. Also setzt ihr erstmal wieder Formel hinschreiben. Ganz in Ruhe einsetzen mit den Einheiten und ausrechnen. Und auf die Einheit am Ende auf das Quadratzentimeter achten. Beim Umfang auch. Formel hinschreiben, einsetzen und ausrechnen.
Gut, das war's. Schreibt euch entsprechend den Merkzettel, damit ihr alles zusammen habt. Und dann freue ich mich, euch wiederzusehen bald.